Über 60 Kinder, 6 Plätze und 2 Tage voller Tennis. Das ist der Bet1 Kids Cup beim LTTC Rot-Weiß Berlin. Das Turnier erfreut sich auch in diesem Jahr an großer Beliebtheit. Warum? Ganz einfach. Weil ich Tennis schon ganz lange spiele und mir immer Spaß macht. Und genau der Spaß soll auch im Mittelpunkt stehen. Für viele ist es immerhin das erste richtige Turnier. Beim Mini-Tennis machen die Kids der U8 ihre ersten Erfahrungen und sind dabei schon oft erstaunlich professionell. Ich habe ganz hart trainiert und ich habe immer Videos angeguckt von Verev und dann bin ich einfach mal auf Turnieren gegangen und dann habe ich mal geguckt. Gespielt wird in Kleingruppen mit einem Kurzsatz bis 4. So sammeln die Kinder möglichst viel Spielerfahrung, ohne gleich auszuscheiden. Die Gruppenersten erreichen die K.O.-Phase, in welcher dann 2 Kurzsätze bis 4 und der dritte Satz als Match-Tiebreak gespielt werden. Beste Chancen auf den zweiten Tag hat auch Julien Germann in der U10, der seinen Heimvorteil bestens nutzen konnte. Es war sehr gut. Ich freue mich, dass ich Gruppensieger war und alle Spiele gewonnen habe und ich morgen noch weiterspielen kann. Und auch neben dem Platz übt sich der Nachwuchs. Als Schiedsrichter. Zwar sollen die Kids die Spiele möglichst selbstständig durchführen, die Jungs und Mädels vom LTTC Rot-Weiß haben aber immer ein offenes Ohr. Schiedsrichter Pius ist sogar schon das 2. Jahr in Folge dabei. Die sind sehr gleich vom Tennisspielen her. Die spielen alle sehr gut und alle spielen sehr fair miteinander. Fairness und Spaß, das sind die grundlegenden Elemente des Bet1 Kids Cups. Alessandra Rogosch wurde 2023 Zweite und ist auch dieses Jahr auf dem besten Weg in die Endspiele. Auch sie kann alle Gruppenspiele für sich entscheiden. Mit Glücksbringer Ansha kann sicher nichts schiefgehen, Druck macht sie sich aber nicht. Meine Mutter sagt, wenn du verlierst, ist das auch okay. Es ist nur ein Spiel für Kinder, also Hauptsache du hast Spaß. Bereits entschieden sind die Platzierungen in der U8 bei den Mädchen. Natürlich gibt es für alle eine Medaille, den Sieg sichert sich aber eine überglückliche Lina Bergin. Ich lag manchmal zurück, so zum Beispiel 3-0, habe immer noch aufgeholt und ja, ohne meine Familie hätte ich es nie geschafft und auch meine Freunde. Am Ende ist das Sandplatzturnier für alle ein Gewinn. Es ist ein großes Miteinander. Spielen, Erfahrung sammeln, die Freude ist allen Kids ins Gesicht geschrieben. Und vielleicht sieht man ja einige der jungen Talente in den nächsten Jahren sogar bei den Profis. Der Bet1 Kids Cup beim LTTC Rot-Weiß ist jedenfalls der perfekte Start.